Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem Longplay. Ja, was heißt das? Fuck you, Eierdog. Docs, Eierdogs. Okay, danke schön. Ja, jetzt müssen wir rein wieder. Gut. Ja, also das ist mir ganz schlecht geht es mir eigentlich gut. ja, ich habe einfach eben Probleme mit den Knochen und so weiter. Das ist einfach das Negativste, was ich momentan gerade habe. Ja, wir müssen langsam mal Wölfe holen, habe aber keine Knochen, ja. Tja, was macht man da groß, hä? Auf jeden Fall mal runtergehen, aber zuerst mal schlafen. Habe ich kein Bett hier? Eieieiei. So, dann ist mal morgen. Und dann kann ich mal auf den Weg zu einem Skelett-Spawner machen, hä? Irgendwie müssen wir Skelette jagen können. Ich brauche aber auch noch Spinnen. Vielleicht muss ich mich auf die Spinnen konzentrieren. Ich werde auf jeden Fall irgendwo nochmal eine Höhle suchen müssen. Weil ja jetzt wieder Tag ist. Aber ich habe Angst vor dem Creeper. Ich habe so Angst vor dem Creeper. Ja, so Angst vor dem Creeper. Oh, so Angst vor dem Creeper. Oh, so Angst vor dem Creeper. Ja, es wäre jetzt gut, Drago. Da unten könnten irgendwo Skelette und so sein. Dann schauen wir doch... Ah, oh, Skelett. Aua, das mein... Oh, meine Zehen. Dankeschön, dass du nicht normal angegriffen hast. So fest, stark, schwer, dumm, blöd. Alles Mögliche dazu. Eine Hexe. Tschüss, ich gehe weit weg, weit weg. Zombie und Hexen brauchen wir nicht. Gut, ich sollte nicht zu weit gehen. Vor allem nicht, wenn wir noch keinen Kompass haben. Einen Kompass machen wir mit Redstone und Eisen. Oder doch mit Redstone und Eisen. Genau. Also gut. Oh Gott, ein brennender Zombie. So, jetzt kümmern wir uns ja nochmal ein bisschen um die Gegner. Und auch um die Tiere heute, hä? Zuerst müssen wir natürlich es auch machen, dass man die einsperren kann. Ich werde eventuell zuerst halt ein Loch bauen oder so. Nein, ich mache direkt. Ich habe ja genug Holz. Tja. Jetzt sind wir hier. Muss ich mal da nach oben gehen. Wo haben wir unser Haus? Wo haben wir unser Haus? Hallo? Bist du unser Haus? War unser Haus nicht in der Nähe dieses Berges? Da drüben? Na gut. Ich werde es schon finden. Ich gehe mal hier rüber. Da haben wir noch mehr Pilze. Brauchen wir die unbedingt? Nö, die lassen wir mal hier. Ja, es scheint schon hier oben irgendwo zu sein, aber ich will ja eigentlich Zombies und so. Was ist jetzt los mit meiner Stimme? Ich will einfach ein bisschen Mob-Loot finden. So, ist das unser Berg? Nein, oder? Wir hatten doch einen großen Berg dort.
Scheiße, geht's mir scheiße. Es geht mir scheiße. Aua. Der war böse. Der war so böse. Der war schneller, als ich da gedacht habe. So, also Knochen haben wir schon mal, jetzt brauchen wir nur noch die Dinge. Ich würde mal diesen Ding kaputt machen. Einfach unten eventuell. Aber Lava brauche ich da oben wirklich nicht und du blöde. Gut. Du blödes Kabel. Das Kabel habe ich nicht gewusst. So, aha, jetzt hat's gebrannt. Waren wir hier schon mal in der Nähe? Hä? Also, wir werden ein Ökosystem-Let's Play machen. Nein, ich werde wahrscheinlich sogar das Gegenteil machen. Ja, ich werde einfach so ein bisschen die Mitte machen. Ich will da nicht irgendwie so ein ungespielt Let's Play machen, sondern ist Action bieten. Ich will viel bauen und so weiter. Dann muss halt das Ökosystem ein bisschen meiden. Aber ich werde natürlich nicht alles kaputt machen. Das ist klar. Ja, wir brauchen sehr viele von diesen Baumstämmen. Ja, einfach Fichtenholz brauchen wir. Haha, der Pilz ist einfach nicht da. Ist das lustig? Ja, ich werde mir auf jeden Fall viel, viel Mühe geben, mich auch zu verbessern und so weiter. Und es ist schon mal gut besucht, dieses Let's Play. Dankeschön dafür. Aber eben, ich hätte es gerne noch ein bisschen mehr. Ich hätte es noch ein bisschen beliebter. Ja. Also warten wir noch kurz hier, bis die Blätter weg sind. Paar Blümchen noch mitnehmen. Wir gehen dann alles mit Knochenmehl noch mal drauf, wenn wir einen Spawner haben. Ah, das ist ein Creeper. Ja, hallo Creeper, kommst du hoch? Ich möchte dich gerne besiegen. Du dummer Creeper. Ja toll, dort haben wir auch noch einen Knochen. Tja, also, jetzt müssen wir wieder zurückkommen irgendwie. Dort ist es nicht, da oben ist es wahrscheinlich. Könnte schon sein. Hm, ja, Dankeschön mal, vielmal, hä? Ist ja toll, ist ja wunderbar. Dass das Essen natürlich viel schneller wieder weg ist. Die Hungeranzeige. Ja, wie kann ich das am besten sehen? Das ist eine schwere Frage. Hier waren wir doch schon mal, oder? Waren wir hier nicht schon mal? Also Orientierungsläufe werde ich nie. Das ist klar. Eigentlich müsste ich das doch erkennen. Ihr habt sicher schon auswendig gelernt, wo ich bin, hä? Wahrscheinlich habt ihr sogar den Seed schon gesehen. Doch, hier war ich. Hier bin ich ja dorthin gelaufen. Genau. Also müssen wir hier hoch wieder. Genau, hier waren wir, als wir dorthin kamen. Das war doch bei diesem Berg drüben.
Wo bin ich denn hin? Ich habe mich schon wieder verirrt. Das war, glaube ich, dort, oder? Aber da waren wir ja schon. Man sieht leider nicht viel. Die Grafik ist halt nicht ganz so schön. Ich müsste irgendwie, weiß auch nicht. Habt ihr eigentlich dieses Bitmap an? Ich habe es nie an, weil ich die Grafik nicht mehr so schön finde. Ist alles zu weich gezeichnet. Also ich sehe es nicht. Na gut. Ich muss noch weiter in diese Richtung. Ach ja, stimmt, eventuell bin ich zu weit zurückgerannt. Und deshalb ist es nicht mehr hier, sondern hier drüben. Okay. Es ist hier drüben. Ja, hier ist es, oder? Ich muss hier hochkommen. Mist. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich gehe runter. Hier ist es. Gut. Ja, wir haben wahrscheinlich einen Knoten gemacht, deshalb habe ich das nicht gesehen. So. Auf jeden Fall hier mal ausleuchten, damit hier nicht unten im ständig Monster spawnen. Nur darunter, also nicht irgendwo weiter weg. So. Und dann gehen wir nach oben, aber zuerst schlafen wir. Na, Creeper, hast du mich schon gefunden? Nimmer noch nicht? Oh. Tja, sagt man so schön, wir sind einfach die Besten, hä? Wir sind die besten Minecraft-Spieler, die es gibt. Also, ja, dann müssen wir mal kurz nach oben. Gebt mal die raus. Ich weiß, was ich mache. Ich flicke diesen Baum wieder. Ich mache das immer so gerne so, dass der Baum einfach zum Klettern da ist und dann baue ich ihn wieder zu. Das mache ich ständig in meinem Ding. Ja, jetzt haben wir wieder kein Holz. Aber immerhin können wir jetzt bald mal eine Treppe machen. So. Irgendwie müssen wir da hochkommen, ne? Also, was haben wir hier gerade? Ja, ein bisschen haben wir. Gut, die Knochen brauchen wir für die Hunde. Genau, wir machen einfach von unten nach oben eine Treppe. Genau. Also, dann brauche ich doch ein paar Treppen. Leitern meine ich. Ich muss es hier aus Leitern machen. Eieiei. So. Dann muss ich noch die Fichtenhölzer platzieren. Also ich möchte gerne hier hoch machen. Genau unter diesem. So, markiere ich das mal. Jetzt gehen wir runter, dann können wir den Baum auch fertig machen wieder. Ja, Vorbereitung ist halt immer schwer. Jetzt komme ich ja hier auch nicht mehr runter. Na gut. Ah, ich weiß, wie man runterkommt. So, liebes Wasser, fließ doch mal ab.
Dankeschön. Der Baum ist es. Hä? Ein Baum dahinter? Der Baum ist es. Dankeschön. Wirklich nett. Ich habe nicht mal den größten Mist mitgenommen. So, gut. Ist alles hier so verkantet und verknotet. Jeder Baum berührt den anderen. Ja, es ist genau der da. Ja gut, jetzt muss ich aber von unten nach oben. Eine Treppe machen. Eine... Mann, was habe ich denn mit Treppen? Ständig rede ich von Treppen und danach kann ich nicht mehr von Treppen hoch. Tja. Das sind natürlich Leitern. So, nochmal etwas essen, sonst bin ich bald tot. Wie viel Mal sind wir schon gestorben in diesem Let's Play? Oh Gott. Es geht zu schwer. Aua. Manchmal habe ich einfach Schmerzen. Dicke, fette Schmerzen. Das wollte ich eigentlich nicht. Was macht denn der hier? Blöder Block. Wie habe ich den platziert? Ich kann doch nicht rückwärts platzieren. Dankeschön. Jetzt kann ich den auch wegmachen, weil ich natürlich die falsche Seite gemacht habe. Ja, sieht doch gut aus so. Einfach eine kleine Kerbe. So. Aua, mein Arsch macht weh. Boah, diese Schmerzen, die man als Survival-Experte aufs Hand legen muss. Oh. Ah, das ist der falsche Baum gewesen. Deshalb, ja, ist doch egal, ich will den nehmen. Und hier unten machen wir mal zu. Hm? Ich will nicht mehr hier hochkommen müssen. So, jetzt haben wir das. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen weiter hoch. Und hier machen wir zu mit Erde, die wir nicht haben. Gut. So, jetzt machen wir hier noch zu, damit wir nicht runterstürzen. Ich wollte sowieso eigentlich... Das ist der Vierbaum da unten. Ja, den sieht man nur von oben nicht, das Vierbaum. Was ist das? Vier dicke Baum. Ja. Also, dann machen wir das da weg. Wir holen noch ein bisschen Holz. So. Erde. Okay, danke schön. Nette Erde. Jetzt müssen wir halt hier runter. Ich muss es einfach irgendwie wieder bereinigen. Diese arme Hölzer hier. Tja. Der schöne Baum ist kaputt. Wir haben diesen schönen Baum. So ist ein Let's Play, das mit Öko gebaut wird. Wir müssen alles wieder zubauen. Ja. Diese Ökotouristen. Diese Vegetarier und Veganer. Ständig nerven sie herum wie ein böses Tier. Und die Gegner der Veganer und Öko, die lachen sich ins Fäustchen. Tja.
Man kann es nicht, also wenn man speziell wird, man kann es wirklich nicht mehr jedem recht machen. Da müsst ihr einfach damit leben, wenn ihr speziell sein wollt. Das ist nun mal so. Tja. Aber die Menschheit will es ja schwer. Scheinbar. Also, ich hätte mich fast getötet. Oh, das geht nicht. Das geht mir auch mal gar nicht. Ich bin der intelligenteste Minecraft-Spieler. So ist alles zwei oder drei dick. Ist es wieder alles drei dick? Ich habe auf Ultrasicherheit gemacht, scheinbar. Heftigst. Mann, wie das nervig ist, hier also wieder abzubauen. Schon heftigst, hä? Einfach zubauen wieder. Hier oben ist es zu. Erde. Erde versteckt sich einfach. Ah, endlich mal Stroh. Und drei Weizenkörner. Gut. Wir müssen jetzt einfach in der Nähe ein bisschen bleiben, damit wir endlich mal wieder Nahrung bekommen. Schon heftigst, hä? Mir geht's so scheiße. So scheiße geht's mir. So, jetzt haben wir Dicke. Wie geht's euch? Du kommst mal mit. Ich mache jetzt davor zu, dass sie noch mehr Platz haben zum Wachsen. Ich weiß jetzt nicht, wie die wachsen. Also, die brauchen so gut wie möglich Schatten. Haben sie ja. Gut, einen haben wir. Irgendwann stürzt sich runter. Wieso werde ich eigentlich immer oben gespawnt? Was ist das für ein Spiel? Ist mir scheißegal, ob es scheiße aussieht, aber ich muss mal ein bisschen Sachen zumachen. Ich muss die Sicherheit erhöhen. Ich weiß, was ich dann mache, aber das erst nachdem wir das Wichtigste gemacht haben. Und zwar müssen wir mal ein paar Stöcke machen. So, das ist das Wichtigste. Gut. Also. Müssen wir einfach warten. Wie sehen die Berge ringsum aus? Also dieser wird markant sein mit dem Loch, aber alles andere ist halt nicht. Wir werden einen Baum machen und dann dran Banner hängen oder so etwas. Irgendwas. Aber auf jeden Fall müssen wir schauen, dass wir da noch zurückfinden. Da ist der große Berg, den ich gemeint habe. Mit dem Loch. Der hat auch ein Loch. Da ist der andere groß, also das ist der größte Berg scheinbar. Das ist der dickste Berg. Ja, irgendwie.
Da drüben hätte ich auch hoch können, aber ich finde den Berg so süß hier. Ist halt auch schwieriger für mich. Ich will es ja schwierig haben. Deshalb. Ja, nennt mir mal ein paar Challenges. Ich bin gespannt, was ihr alles so vortragen werdet für mich. Ich werde es auf jeden Fall sicher mal antesten. Mal gucken. Mal überlegen mit euch. Und ja, dann müssen wir mal machen, gell? Die Schafe schauen uns immer noch zu. Tja. Boah, ich fühle mich so scheiße. Noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten aushalten. Ja, dann werde ich zuerst einmal Regnum hochladen und dann Minecraft. Dann habt ihr schon. Gut. Ja, bei mir geht es eben extremst lange, weil ich ja Full HD und ungerendert sozusagen hochlade schon fast. Eventuell werde ich die Grafik sogar noch ein bisschen erhöhen. Aber auf jeden Fall möchte ich einfach die Projekte, die mir am wichtigsten sind, das sind Regnum, dieses hier und Diablo 3, möchte ich einfach in guter Qualität und die anderen halt alle 3 Tage in guter Qualität oder so. Wie ihr wisst, mache ich ja, lade ich ja wie wild hoch. Also ihr könnt leider nicht darauf warten, dass ich euch das hochlade, wenn ihr Erster sein könnt. Das geht nicht. Und bei mir wird ja Erster, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter als Spam markiert und nicht veröffentlicht. Deshalb ist es ja auch egal. Ja. Oh, wir müssen mal in diese Höhle. Hm? Pfeil hinbauen. So. Dann wissen wir das nächste Mal. Aha, wir müssen dorthin. Ab die Dinge, das Weizen weiß nicht. Wieso wächst das nicht? Müssen wir jetzt ein bisschen Knochenmehl opfern. Heieiei. Wir gucken mal den Berg da oben an. Hä? Jetzt haben wir 27 Minuten. Ja, da kommt man ja überhaupt nicht hin. Also hier haben wir schon mal den Weg, hä? Aber hoch kommen wir immer noch nicht. So, jetzt. Jetzt kommen wir hoch. Yeah. Oder nicht ganz so hoch. Schade, aber immerhin sind wir mal oben. An dem Ort. Oh, der Wasserfallenberg. Es gibt in der Schweiz, also nicht weit von meinem Dorf, die Wasserfallen. Der gehört zum Passwang. Passwang ist der Berg und Wasserfallen ist die Bergstation. Und genauso sieht's aus. Wo ist jetzt der Wasserfallenberg? Da drüben. Ja, eben. Deshalb erinnert mich irgendwie einfach Wasserfall. Wasserfallen ist einfach cool. Und da drüben ist die Tanne, die auf einem schwebenden Felsen lebt. Da oben sind auch schwebende Felsen. Ja, das ist nicht schwebend, das ist... Hey, zu diesem Berg muss ich auch gehen. Der wird wahrscheinlich gar nicht gut gerendert, aber... Ja, wir müssen den Server auf 1.11 machen und danach müssen wir noch das hier mit Optifine ausstatten, hä, das Let's Play. Ja gut, machen wir dann mal, hä? Wenn es halt Optifine auch 1.11 ist. Eventuell ist es schon. Aber Dankeschön für dieses Let's Play schauen. Schaut euch mal diese Mega-Tiger-Welt an, das ist einfach gigantisch genial. Ich freue mich so auf nächste Parts. Auf, ja, weitere Parts. Tschüss!